Der Regionalcup Ostwestfalen hatte es in sich. Beim Vorausscheidungsturnier um den 26. RWE Wintercup sahen die Zuschauer in der Warburger Sporthalle gleich 8-9 Meter schießen, ehe die Entscheidung feststanden. Naja, ich gucke halt gerne Fußball und ich finde das super und ich wundere mich auch immer, dass viele Leute sagen, ach um Himmels Willen, Hallenfußball, das geht ja gar nicht. Ich weiß nicht, vielleicht weil ich so schlecht spiele, deswegen finde ich es trotzdem sehr gut. Also ich finde es großartig und ich finde die Stimmung und es ist alles, man kriegt so viel mehr mit, finde ich, als am Platz und die Geschwindigkeit und das Niveau und wenn dann hier dann irgendwelche Beli-Kisten die Bezirksligisten ärgern, ist klasse und die Stimmung ist gut und ist prima. Nein, nehme ich mal gerne. Für eine faustdicke Überraschung sorgte dabei der B-Ligist TSC Steinheim. Das Team um Torwart André Griebert qualifizierte sich als Turnierzweiter für die Finalrunde, die am 1. Februar in Hüsten ausgetragen wird. Die Steinheimer zogen als Gruppenzweiter in die Endrunde ein und setzten sich dort im entscheidenden 9-Meter-Schießen mit 6:5 gegen die Spielvereinigung Brakel durch. Wir sind mit einer gewissen Selbstsicherheit sind wir hier reingegangen ins Turnier und spiegelt alles wieder eigentlich, die ganze Hinrunde, die ganze Truppe, das ist einfach klasse. Also spielerisch definitiv war super, erwartet gut, war jetzt, dass wir so weit kommen, war schon eine große Überraschung für uns selber auch. Ja, aber keiner hat aufgegeben und haben alle gekämpft, war richtig klasse. Doch auch die Brakeler mussten sich nicht über die Niederlage gegen Steinheim ärgern. Der Bezirksligist, der in der Gruppenphase ungeschlagen geblieben war, ist als Dritter ebenfalls für den Finaltag am 1. Februar qualifiziert. Turniersieger wurde der Bezirksligist FC Peckelsheim-Eisenlöwen. Nach der Gruppenphase als Zweiter in die Endrunde eingezogen, stand es im Finale gegen den TSC Steinheim nach regulärer Spielzeit 1:1. Natürlich musste wieder das 9-Meter-Schießen herhalten. Der Bezirksligist aus dem Kreis Höxter behielt die Nerven und gewann mit 6:4. Natürlich, wenn man in so ein Turnier geht, in so ein gut besetztes Turnier, hat man immer den Wunsch, als Sieger vom Platz zu gehen oder aus die Halle zu gehen. Und ich muss sagen, das ist uns gut gelungen. Ein besonderer Dank gilt natürlich unserer Fangruppe, die uns ganz toll unterstützt hat, von Spiel zu Spiel getragen hat und die Truppe sich dadurch natürlich auch von Spiel zu Spiel gesteigert hat. Wie schon bei anderen Hallenturnieren üblich, wurde auch der Regionalcup in Warburg erstmalig nach Futsal-Leitregeln ausgetragen. Flüssiger macht es auf alle Fälle, vor allem die 4-Sekunden-Regel auch, das. Zügig weitergespielt wird. Die Spielverzögerungen in der letzten Minute sind auch weg, dadurch, dass die Uhr angehalten wird. Und die Geschichte, mit dem, dass nicht gegrätscht wird, macht es natürlich interessant. Also ist für die Knochen auf gut Deutsch ist es einfach angenehmer. Und dann soll ja irgendwann der Futsalball noch dazukommen und. Wollt ihr das noch oder ist das dann zu viel? Ja, man kann es irgendwo auch alles dann irgendwo kaputt reglementieren, meiner Meinung nach. Aber wenn die den Futsal irgendwo dabei haben wollen, den Ball, dann sollen sie das machen. Ganz toll ist erstmal das Grätschen, wird gleich abgepfiffen. Das ist eine der tollsten Regeln mit. Alles andere, die letzte Minute, ist sicherlich für den Veranstalter ein bisschen nervig, aber trotzdem. Ansonsten mit dem Ball wissen wir ja noch nicht. Wir haben ja dieses Jahr noch mal mit den alten Bällen gespielt, wie dann der Spielverlauf ist. Was ich auch ein bisschen skeptisch sehe, wenn man in dieser Halle, sagen wir mal, hier mit Außenlinien spielen sollte, dann glaube ich, gibt es keine zwei, drei Spielzüge, die ohne einen Auspfiff des Schiris war innen. Ne? Die neuen Regularien bringen sicherlich Vorteile, brauchen aber auch eine gewisse Zeit, bis sie zur Normalität geworden sind. Die Schiedsrichter stellen sie derweil vor keine größeren Probleme. Also natürlich sind die Regeln auch für uns Schiedsrichter neu. Ich kann aber dennoch sagen, dass die Regeln unglaublich viel Spaß machen, sie umzusetzen. Und es ist jetzt mein zweites Turnier. Ich habe beim Huxuri Cup in Höxter gepfiffen und jetzt halt heute beim RWE. Und es klappt sehr, sehr gut mit der Umsetzung der Regeln. Auch für die Spieler, glaube ich, ist es nicht so ungewohnt, wie wir am Anfang damit gerechnet haben, dass es ungewohnt sein könnte. Eng ging es zu beim Regionalcup Ostwestfalen in Warburg mit den beiden Bezirksligisten FC Peckelsheim-Eisenlöwen, der Spielvereinigung Brakel und dem B-Ligisten TSC Steinheim haben sich drei Teams verdientermaßen für den RWE Supercup qualifiziert. Gastgeber FC Germette-Wormeln landete am Ende auf dem 6. Platz und zog als Organisator des Turniers ein rundum positives Fazit. Grundsätzlich sind wir sehr zufrieden. Traditionell haben wir uns eigentlich immer schwer getan bei Hallenturnieren, dass wir überhaupt letzte Woche Gruppensieger geworden sind in der Gruppe, jetzt in der Zwischenrunde gegen zwei Bezirksligisten durchgekommen sind, auch wieder als Gruppensieger. Von daher können wir sicherlich hoch erhobenen Hauptes hier rausgehen und sind mehr als zufrieden.